Ladies und Gentlemen, willkommen zur Weltuntergangssekte. Ja, okay. Wir haben noch die letzte Reliquie, und zwar das Spannbettlaken. Eines der Reliquien mit den sechs Insignien. Ja, und nu? Es laufen immer noch nicht alle Stationen. Möge die Waschung beginnen. Was? Hey! Ich muss es irgendwie schaffen, gleichzeitig mit Cletus Kostüm aus der Maschine zu kommen. Nach Möglichkeit, bevor ich anfange einzulaufen. Wähle die Reliquie. Kopfkissen? Wähle die Reliquie. Die Klamotten? Laken? Handtuch? Kopfkissenbezug? Wähle die Reliquie. Laken. Wähle die Reliquie. Wähle die Reliquie. Kopfkissen? Wähle die Reliquie. Kopfkissen dazu. Laken. Ja. Ja. Nein. Scheiße. Wähle die Reliquie. Alter. Wähle die Reliquie. Das Laken. Wähle die Reliquie. Das Handtuch. Wähle die Reliquie.
Jetzt komm schon bitte, Kopfkissenbezug. Alter, das ist... Das sieht gut aus. Das kann man nur überspringen. Anleitung. Trommelhaul. Okay. Okay, die Rufos geht durch alle Stationen. Wähle die Reliquie. Das geht durch die Wäsche und durch Bügelbreit. Wähle die Reliquie. Das sollte jetzt vor Rufus sein. Okay, ich springe jetzt mal die Texte, weil es ja zu lange dauert. Okay, Handtuch. Laken. Oh, jetzt muss ich schon wieder. Ich peil's nicht. Wähle das Handtuch? Wähle. Flieht es Klamotten? So. Was ist, wenn wir jetzt so erst Rufus reinschicken? Wähle. Dann das Laken. Wähle. Dann das Handtuch. Wähle. Und dann den Kopfkissenbezug. Klappt das? Ja. Ja. Errungenschaft freigeschaltet. Waschtag. War das anstrengend. Ist es vorbei? Die Waschung ist vollbracht. Kumbaya, mein Sohn. Schrott sei Dank. Es folgt die rituelle Zahnoperation. Was? Was? Nein! Ich fühle mich so beschmutzt. Was soll's? Wenigstens habe ich Kletes Klamotten ergattert. Können wir die jetzt anziehen? Perfekt. Cool. Hallo? Ihr braucht euch nicht zu verstecken. Ich bin's doch, euer Rufilein. Ach, ihr könnt mich mal. Meiner. Hallo, Rezeption? Immer zu Diensten. Wie lautet Ihre Zimmernummer? Zimmer 1? Ich trinke mal, wenn das kurz war. Zimmer 1. Oh, der Herr Inspektor schon wieder. Wie
Ich würde dann gerne dinieren. Sie sind mutig. Das gefällt mir. Haben Sie schon etwas vom Menüplan ausgewählt? Sie haben Ihren Menüplan doch aufbewahrt, oder? Den Menüplan? Ja, Sie haben ihn hier an der Rezeption bekommen. Sie sind doch Inspektor Cletus, oder? Natürlich bin ich Cletus. Wer denn sonst? Schleimige Haare, schleimiger Charakter, ist gerade der Appetit vergangen, würde gerne über was anderes reden. Cletus, wie er leibt und lebt. Ich würde dann gerne mal meinen Assistenten gesprochen. Ich hätte gerne mal meinen Assistenten gesprochen. Natürlich. Ich schicke ihn gleich zu Ihnen aufs Zimmer, wenn's recht ist. Warum tun Sie es nicht? Und sagen Sie ihm, er soll dabei das Lied vom Dummdeppen singen. Ich richte es aus. Dankeschön. So, jetzt sollte die Rezeption wieder frei sein. Ich muss nur aufpassen, dass mir dieser Oppenbot nicht begegnet. Dann gehen wir doch jetzt mal den unteren Weg. Hier kommt der Dummdepp, der Dummdepp, der Dummdepp, der Dummdepp, der Dummdepp. Der depperte, 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 Dummdepp. Ja, was ist? Sie haben mich auf Ihr Zimmer beordert? Nein, das habe ich nicht. Aber doch, Sie haben gerade an der Rezeption angerufen. Ich werde doch wohl wissen, wen ich gerade angerufen habe und wen nicht. Ich glaube langsam, Sie leiden unter akuter Prozessorerweichung. Aber ich habe doch selbst Ihre Stimme gehört. Wenn Sie nicht sicher sind, wie meine Stimme klingt, dann hören Sie jetzt mal genau zu. Stören Sie mich nie wieder ohne triftigen Grund. Verstanden? Ja, schon, aber... Aber was? Rezeption? Ah, der Herr Inspektor. Ist alles zu Ihrer Zufriedenheit? Weit davon entfernt. Ich sterbe vor Hunger. Oh, prima, das gefällt mir. Haben Sie schon etwas vom Menüplan ausgewählt? Sie haben Ihren Menüplan doch aufbewahrt, oder? Den Menüplan? Ja, Sie haben ihn hier an der Rezeption bekommen. Sie sind doch Inspektor Cletus, oder? Natürlich bin ich Cletus. Wer denn sonst? Schleimige Haare, schleimiger Charakter, ist gerade der Appetit vergangen, würde gerne über was anderes reden. Cletus, wie er leibt und lebt. Okay. Und schon wieder der Inspektor. Haben Sie schon etwas? Ist in Arm. Wo ist denn der Menüplan? Hm. Wenn das hier fehlt, oder wenigstens ein... Den Menüplan habe ich noch nicht. Nein. Ach, warte. Ich bin auch blöd. Dietes hat ihn. Ruf es nicht. Rezeptionist? Ah, der Gast aus Nummer 5. Keine Sorge, die Kopfschmerzen gehen nach ein paar Tagen wieder weg. Was? Nein, ich bin wegen des Menüplans hier. Das ist lustig. Die meisten Gäste sind wegen des Menüplans nämlich weg, verstehen Sie? Und unser alter Koch ist wegen des Menüplans sogar im Gefängnis. Bekomme ich den Menüplan jetzt oder nicht? Stante Patsy, Sie müssen vorher nur diese Erklärung unterschreiben. Hä? Das ist doch nur eine Rotzfahne. Ja, es gibt einfach zu viele Möglichkeiten, durch unser Essen zu Schaden zu kommen. So ein Formular zu entwerfen, wäre enorm viel Arbeit. Und unser Anwalt leidet an Depressionen. Darum kopieren wir die Unterschrift des Gastes einfach nachträglich auf eine passende Erklärung. Sehr ökonomisch gedacht. Und unterschreiben Sie bitte mit einem W vorne. Wie jetzt? Wufus? Ja, die Schublade für R klemmt nämlich. Ach so, klar. Danke. Hier kommt der Dummdepp, der Dummdepp, der Dummdepp, der Dummdepp. Tja, Kinderchen, jetzt muss ich aber. Na endlich! Der depperte, 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 Dummdepp. Okay, jetzt brauchen wir die Klamotten wieder von Cletus. Oppenbot? Was glotzen Sie denn so, Oppenbot? Mit Verlaub, Sie sehen verändert aus, Herr Inspektor. Das nennt man Zellregeneration. Ein Konzept, das euch Robotern natürlich unbekannt ist. Was auch der Grund sein dürfte, warum Sie so unglaublich verbraucht aussehen. Okay. Oh, der Inspektor.
Doktor, bevor Sie etwas sagen, ich kann die Sache mit dem Müllsack unter Ihrem Bett erklären. Es sind keine echten Menschenknochen, sondern... Das ist mir wurscht. Ich bin hier, weil ich meine Tasche brauche. Kein Problem. Ihre Tasche steht hier. Nicht die Tasche. Ich brauche die Tasche, die in meinem Zimmer steht. Und warum kommen Sie dann hier zur Rezeption? Können Sie sich irgendein Szenario vorstellen, in dem ich mich selbst unter einem Vorwand aus dem Zimmer locken muss, um an meine eigene Tasche zu gelangen? Nein. Ich auch nicht. Gut, dann überspringen wir das Warum und kommen gleich zum Wie. Wie kann ich mich selber aus dem Zimmer locken? Nun, der erste Schritt sollte sein, dass Sie auf Ihrem Zimmer sind, oder? Würde ich auch sagen. Ja, na gut. Dann gehe ich mal auf mein Zimmer, was? Das sollten Sie unbedingt tun. Und vielleicht legen Sie sich eine Weile aufs Ohr. Ich muss mich entschuldigen. Dem Inspektor scheint es heute nicht besonders gut zu gehen. Ach, das liegt wahrscheinlich nur an den giftigen Dämpfen. Kleiner Tipp, kaufen Sie niemals Wandfarbe im Hinterhof einer Chemieabfallentsorgungsanlage. Ich werde es mir merken. Ach du Scheiße, ey. Das ist so bescheuert. Hallo. Gegensprechanlage. Hallo, Rezeption. Immer zu Diensten. Zimmer 1. Zimmer 1. Oh, der Herr Inspektor schon wieder. Wie kann ich Ihnen helfen? Ich würde gerne dinieren. Ich würde dann gerne dinieren. Haben Sie schon etwas vom Menüplan ausgewählt? Ich wähle den Lapskaus aus Fischabfällen. Aha. Na gut, ist ja Ihr Leben. Das Essen wird um Punkt 12 Uhr serviert. Seien Sie bitte pünktlich. Im Restaurant wimmelt es von Kakerlaken. Und der Lapskaus liebt es, die Viecher quer durch den Raum zu jagen. Ja, schon gut. Geben Sie mir bitte rechtzeitig Bescheid. Na gut. Bin ich denn einem so mutigen Mann seinen letzten Wunsch zu verwehren? Denken Sie dran, Zimmer 1, Cletus. 12 Uhr, Cletus, Lapskaus, Schaufel, Müllsack. Ist das gut? Ich rufe Sie dann an. 12 Uhr, alles klar. Haben Sie vielen Dank. Okay, ist dann... Okay, nein. Was glotzen Sie denn so, Oppenbott? Mit Verlaub. Das nennt Minecraft auch der. Ja. Ah, warte, wir können bestimmt jetzt hier. Ja, ja. Ja. Wir können die Uhr umstellen auf 12 Uhr, dann wird er angerufen. Die Kunst besteht darin, dem Gast das Gefühl zu geben, er sei König. Immer nett, immer freundlich. Später kann man dann immer noch auf die Handtücher spucken. Oder ins Essen natürlich. Sehr aufschlussreich. Apropos, ich hatte doch eine Bestellung. Oha, da brat mir doch einer einen Lurch. Es ist ja schon längst Mittag. Herr Cletus, Ihr Essen ist fertig. Sie können es jetzt in der Kantine zu sich nehmen. Welches Essen? Na, das Sie bestellt haben, Sie Spaßvogel. Rattenfleisch? Nicht doch. Glauben Sie mir, es wird Ihnen wunderbar munden. Natürlich, lassen Sie sich ruhig Zeit. Sehen Sie, so macht man das. Immer freundlich, gewählte Ausdrucksweise und im Zweifelsfall lügen. Rache ist ein Gericht, das man am besten mit Fischabfällen serviert. Okay, es war lecker. Einmal Schlüssel bitte. Ei, der Dotter! Sind Sie etwa schon fertig mit dem Essen? Ich hatte großen Hunger. Ja, dagegen hilft unser Essen tatsächlich schnell. Ich wette, Sie können es kaum erwarten, auf Ihr Zimmer zurückzukommen. Hier haben Sie Ihren Schlüssel zurück. Papiertüten finden Sie unter dem Bett. Sehr schön, wir können in dieses Zimmer rein. Warte mal. Zimmerschlüssel Nummer 9. Hä? Der passt auch nicht. Was zum... Och nö. Der Fuzzi an der Rezeption hat mir den falschen Schlüssel gegeben. Okay. Ich glaube, ich muss jetzt zuerst... Ja, das sieht ja lecker aus. Ich glaube, ich muss zuerst wieder... Ihn beim Essen zu überwältigen wäre unsportlich. Glück gehabt, Cletus. Ihn beim Essen zu...
Glück gehabt, Cletus. Oh, ich muss jetzt... Erst den Schlüssel abgeben. Und schon wieder der Inspektor. Welche Überraschung. Ist alles zu Ihrer Zufriedenheit? Nichts ist zu meiner Zufriedenheit. Sie Blindfisch haben mir den falschen Schlüssel gegeben. Sabberlippchen, Sie haben ja recht. Ein Moment, das haben wir gleich. Ich glaube, ich brauche eine Geschmacksnerventransplantation. Haben Sie was gesagt? Ja. Wie wär's mit einer knackigen Konversation? Bevor Sie mir den Schlüssel geben, würde ich zu gern Ihre Meinung zu den großen Problemen unserer Gesellschaft hören. Und zwar gleich, nachdem ich von meiner Südseereise zurückgekehrt bin. Nanu, wie in aller Welt? Habe ich Ihren Mittagstisch runterwirbeln können? Das würde ich auch gerne wissen. Na los, geben Sie mir meinen Zimmerschlüssel. Ich muss mir schleunigst den Mund ausspülen und eine Dreiviertelstunde weinen. Ich war ja schon dabei, aber zunächst möchte ich Ihnen wie versprochen ein paar meiner Theorien darlegen. Was? Jetzt aber schnell. Ich muss verhindern, dass Cletus den richtigen Schlüssel bekommt. Okay. Okay, wie machen wir das am besten? Wussten Sie, dass Brokkoli ursprünglich ein fehlgeschlagenes Militärexperiment war? Was? Poltergeister, Erdbeben und kosmische Strahlung ebenfalls. Und damit habe ich noch nicht einmal angefangen, Ihre Frage zu beantworten. Wie lautet es noch gleich? Ob ich endlich den Schlüssel zu meinem Zimmer haben kann? Ach ja, natürlich. Ich bin heute wohl nicht ganz bei mir. Sie Glückspilz. Okay. Okay. Nanu, gibt es Und ob es die... Sie haben mir schon... Oh, das kann auf mich mal sehen. Natürlich. Zum Schlüssel Nummer 5. Ah. Da brat mir doch einer einen Strolch. Das muss an meiner Medizin liegen. Ich wusste doch, dass es ein Fehler war, den Händler zu wechseln. Und? Bekomme ich jetzt meinen Schlüssel? Einen Augenblick noch. Sobald die Wirkung nachlässt, sollten die Zahlen wieder an der alten Stelle sein. Ich will diesmal keinen Fehler machen. Sollten wir nicht vielleicht doch in Erwägung ziehen, das Hotel zu wechseln, Herr Inspektor? Irgendetwas Seltsames geht hier vor. Beruhigen Sie sich, Oppenbott. Das einzig Seltsame, was hier vorgeht, ist nach wie vor Ihr Hut. Plus Zeitverschiebung, minus Schaltjahr, 12 oben, 6 unten. Perfekt. Die Uhr geht wieder richtig. Und hier ist auch schon Ihr Schlüssel. Bitte, überzeugen Sie sich selbst. Ja, so sieht er aus. Und wenn ich jemals etwas anderes behaupten sollte, dürfen Sie mich verprügeln. Wirklich? Oppenbott ist mein Zeuge. Nicht wahr, Oppenbott? Tja, warum nicht? Ich war heute schon Zeuge so vieler merkwürdiger Dinge da. Nanu? Wo ist er denn hin? Na, da ist er doch. Ist alles in Ordnung, Herr Inspektor? Davon kann keine Rede sein. Sie haben mir schon wieder den falschen Schlüssel ausgehändigt. Echt jetzt? Scheiß. Okay, wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dahin, tschüss.